Der Selektionstag von Swiss Tennis, von den 10-Jährigen, ist immer wieder etwas Besonderes. Für die Kinder einerseits und andererseits für uns, weil es die erste Begegnung ist von ihnen mit uns, Swiss Tennis, in der Nachwuchsförderung. Spielkompetenzen stehen für uns im Zentrum. Ganz besonders bei den 10-Jährigen ist das ein entscheidender Faktor. Und der Tag ist so aufgebaut, dass die immer wieder zur Geltung kommen können. Der Tag startet mit einem vielseitigen Warm-up für die Kinder, während die Eltern Informationen bekommen über den Selektionstag, den Selektionsprozess und auch die Kaderförderung von Swiss Tennis. Im Verlauf des Tages kommen die Kinder immer wieder Aufgaben gestellt, die sie versuchen zu lösen, während die Experten die verschiedenen Kompetenzen einschätzen, ob sie die schon erreicht haben. Das kann sie im Tennistraining, aber auch im Tennismatch. Und auch in Komponenten ohne Tennisracket. Im Koordinationsbereich sind auch spielerische Elemente wichtig, insbesondere im Umgang mit Bällen. Werfen können und sich schnell bewegen können, sind die Basiskompetenzen des Tennis. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, um im Wettkampf das Beste herauszuholen und Stärke zu zeigen. Am Nachmittag stehen die Matches im Zentrum. In diesen Matches beobachten wir die Wettkampffähigkeiten und Kompetenzen, die die Kinder an den Tag legen. Für uns ist wichtig, dass wir sehen, dass sie motiviert sind am Wettkampf, dass sie die Herausforderungen gerne haben und auch Freude in Wettkampfsituationen haben. Dabei dürfen durchaus auch Emotionen gezeigt werden. Neben der Motivation für den Wettkampf ist es wichtig, dass der Spass nicht zu kurz kommt an einem solchen Tag. Am meisten hat mir Spass gemacht, dass man hätte mal zeigen können, was man alles kann. Am Anfang hatte ich ein bisschen Respekt und dann nachher bin ich voll locker. Der heutige Tag war sehr schön, weil ich auch verschiedene Kinder getroffen haben. Es hat sehr viel Spass gemacht. Es war fantastisch und Spass. Nach dem Selektionstag werden all die Bewertungen und Beurteilungen angeschaut und eingeschätzt von uns vom Selektionsteam. Der Selektionsentscheid gefällt. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir ein Feedback geben, eine Rückmeldung an Spieler, Trainer und Eltern, die konstruktiv ist. Egal, ob sie die Selektion geschafft haben oder nicht. Denn auch wenn es mit der Selektion noch nicht geklappt hat, ist ein Sprung ins Kader jederzeit möglich bei einer starken Weiterentwicklung.